wird nichts rauskommen. Oh. Oh. Echt, du kennst uns? Kannst du mal aufstellen, dann sieht man den ein bisschen besser. Freunde, willkommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir schreiben heute den 20.07. Also für uns. Für euch ist es der 23.07. Bedeutet, es ist der Tag des Gönnergys. Und ich dachte mir, wir testen heute einfach mal einen Gönnergy, wenn es überhaupt noch welche gibt. Wir haben jetzt gerade 10.30 Uhr. Wird natürlich wieder demonstrativ vom Rewe-Parkplatz geparkt. Vom Rewe-Gehweg. Gönnergy oder Gönnergy? Weil, weißt jetzt, die zwei Gönnergys gönnen sich jetzt einen Gönnergy. Weißt du, wie ich meine? Die zwei Gönnergys. Junge, hier hat einfach einer getastet. Ja, er hat einfach getastet im Laden. Bevor wir jetzt die Gönnergys tasten werden, heute ist nicht nur der Tag des Gönnergys, sondern auch der Tag des Above Usual Drops. Eigenwerbung ist und bleibt Schmutz. Und zwar ist dieser Hoodie endlich erhältlich. Nur für 5 Tage limitiert. Ein Hoodie habe ich selber designt. Und vorne einfach nur ganz schlicht. Ist ein Oversize Hoodie, nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, bist du bereit? Erstmal der Geruchstest. Riecht genau, riecht nach Kotze. Irgendjemand hat gesagt, du hast gesagt, das schmeckt nach Kotze. Stimmt das? Schokobälle. Schokobälle? Ich bin Tornado Leonardo. Gut, dann nicht. Oha, so. Digga! Blueberry Coconut. Lass mich als erstes. Ist mein Favorite auf jeden Fall. Entschuldigung, ja. Könnten Sie mir mal die Uhrzeit verraten? Ja, genau, halb zwölf. Halb zwölf, dankeschön. Das heißt, es ist allerhöchste Zeit, um Gönnergys zu verteilen. What the hell? Oh my god, no way. Wir haben tatsächlich jetzt einfach mal eine eBay-Kleinanzeige erstellt und geguckt, ob jemand Bock auf Gönnergy hat. Ja, und es hat sich jemand gemeldet. Der liebe Stefan hat auf die eBay-Kleinanzeige reagiert. Und wir fahren jetzt zum lieben Stefan. Grüne Cap, weißes Dior-Shirt. Das Gönnergy sei dir. Was geht ab? Hi. Stefan. Hi, Maurice. Ich wollte das eh mal probieren sowieso. Ja, willst du es mal live hier vor Ort probieren? Ja, kein Problem. Aber geil, ich stehe auf Kokosnuss. Hast du ein Favorite-Zitat von Monte? Ich habe nur Filme und Games im Kopf. I'll be back. I'll be back? Ja, der nice. Standard-Klassiker und kennt jede so. Ich kenn's erst nicht, von wo ist das? Oh. Ah, Terminator. Genau. Ah, der Filmexperte. Okay, Stefan, ja. Hat mich gefreut. Der vielleicht zu irgendwem hingehen, die so jugendlicher sind, sag ich mal. Und dann sag ich so, G steht für. G steht für? Ganz vorsichtig. Nicht so wie. Oha, Digga! Ach du Scheiße! Das sind immer die Roten, immer die Roten. Ich hab's so vorsichtig aufgemacht. Ich weiß, was jemand geschrieben hat. Joe auf die 1, Gönnergy auf die 2. Ja. Joe. Was hat er gefragt? Ob du ein YouTuber bist. Warum? Keine Ahnung, weil ich meine, du 5 Kameras an der Welt. Ich weiß auch nicht, wie der da rumkommt. Ich kann nicht. Was ist denn jetzt für ein Tier? Weißt du, deine Augen, wenn du lachst, du siehst aus, als wärst du aus so einem Anime. Wow! Ja, super! Holly, hallo! Vielleicht treffen wir die ja später noch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch TÜV habe. Habe ich überhaupt noch TÜV? 24. Welches Jahr haben wir? 23, ne? Geiler Hoodie. Kannst du mal aufstellen, dann sieht man den ein bisschen besser. Die zwei Playboys, Mayboys aus Düsseldorf City. Opa und Enkelkind. Senior. David, G steht für? Gurkenwasser. Und Gurkenwasser ist das richtige Stichwort. Du darfst jetzt einen Gönnergy probieren. Da ist doch safe Druck drauf. Nein. Ja, klar. Vielleicht ein bisschen. Ja, wenn man so macht, dann bringt's das doch, oder? Das ist krank, das funktioniert wirklich. Echt? Ja, es ist krass. Guck, pass auf. Achtung, es wird jetzt. Es wird nichts rauskommen. G steht für Gönn. Junge, da kam halt nicht nur ein bisschen raus. Das war eine Fontäne, Junge. Guck mal, das ist David, wenn er wieder Opfer für sein Video sucht. Guck, die Tauben, da siehst du die. Komm, gib mir dir jetzt den Content.
Ja, ihr macht YouTube. Echt? Du kennst uns? Cool. Ja. Guck mal, eine Frage. Wie findest du den Hoodie? Der ist schön, willst du den tragen? Skala 1 bis 10? 10! Okay. Willst du einen haben? Ich hab kein Geld dabei. Ich schick dir einen zu. Dann musst du mir auf Instagram schreiben. Du musst mir ein Bild von dem Hoodie schicken, wie du den anhast, okay? Kann mal gleich einer von euch zu den Jungs da hinten gehen und dann fragst du, können wir ein Bild machen? Aber dann fragst du den Rechten, nicht den Linken. Jetzt, deine Chance gleich. Vapiana heißt du? Das war ein Zwillingsschwester. Echt? Jetzt, wo ihr es sagt, seht ihr ein bisschen ähnlich aus. Augen, guck mal die Augen. Nee, ich hab andere.